Das Archäologische Pilgermuseum Globasnitz wurde 1982 eröffnet und 2006 nach einem neuen Konzept umgebaut. Es präsentiert zahlreiche spätantike Funde, die in der Gemeinde gemacht wurden. Das Museum in Globasnitz stellt nicht die Fundgruppen in den Vordergrund, sondern die Menschen. Damit folgt es einem modernen museologischen Konzept. Der Ort Globasnitz im Jauntal war schon zur Römerzeit besiedelt. Dort lag die römische Straßenstation Juenna, die in der Tabula Peutingeriana eingezeichnet ist. Eine Siedlung bestand zwischen 400 und 600. Die meisten Funde berichten von der Zeit um 500, einer Epoche des Umbruchs, die sonst in Österreich nur schwer fassbar ist. Damit ist Globasnitz eine Besonderheit. Die meisten Erkenntnisse stammen von einem riesigen ostgotischen Gräberfeld. In der Mitte dieses Friedhofs befindet sich eine Kirche mit Taufbecken. Von ihr ist nur wenig erhalten, da das Baumaterial wiederverwendet wurde. Allerdings wurde auch dieses Gebäude mit gebrauchten Steinen errichtet, denn daneben befindet sich ein älteres Gebäude, das schon vor dem Gräberfeld stand und fast vollständig abgetragen wurde. Bisher sind etwa 250 Gräber erschlossen worden. Im ersten Raum des Museums wird eine Auswahl von Skeletten dieses Gräberfelds in der Originalerde gezeigt. So zum Beispiel eine Frau, die an Kinderlähmung litt, aber ein beachtliches Alter erreichte. Einige begrabene Männer haben Schädelverletzungen, die durch Schwerthiebe verursacht wurden. Eine weitere Besonderheit ist ein Mann, der mit Kind bestattet wurde. Zwei Männer wurden am Bauch liegend bestattet. Das ist wohl als Strafe zu sehen, damit sie bei der Auferstehung nicht nach oben blicken. Ein Mann wurde zusätzlich noch in Nord-Süd-Richtung begraben. Ihm waren zuvor auch die Hände am Hals mit einem Gürtel festgebunden worden. An den Füßen dürfte eine weitere Fesselung stattgefunden haben. Fast alle anderen Leichen wurden mit Blickrichtung nach Osten bestattet. In einer Glasvitrine zwischen Eingangsbereich und dem Gräberfeld sind besondere Kleinfunde wie Schmuck oder Fibeln zu sehen. In einem Frauengrab wurde sogar ein Parfümfläschchen gefunden. Die Funde verweisen eindeutig auf die Ostgotenzeit Binnennorikums. So wurde ein typisch ostgotischer Militärgürtel gefunden und die typische künstliche Schädelumformung festgestellt. Im Obergeschoss werden Mosaikfragmente von den Ausgrabungen auf dem Hämmerberg ausgestellt. Es handelt sich dabei um die größten frühchristlichen Mosaike Österreichs. Sie befinden sich zum Teil am Boden, zum anderen Teil aber an der Wand, damit sie besser betrachtet werden können. Wie anderswo dürften auch hier die Mosaike von Stiftern finanziert worden sein. Stiftungsinschriften sind in Fragmenten erhalten. Alle Mosaike vom Hämmerberg stammen wohl aus einer einzigen Werkstatt. Bislang wurden Mosaike im östlichen Kirchenkomplex gefunden. Das betrifft also zwei Kirchen und ein Baptisterium. In der südlichen östlichen Kirche sind Mosaikböden nur in der Apsis gelegt worden. Bei einer Grabung Anfang des 20. Jahrhunderts wurden hier Vogelmotive entdeckt. Eine Faundarstellung wurde abgenommen und befindet sich heute im Schloss Kohlhof in Völkermarkt. Im Museum befindet sich eine Rekonstruktion. Im achteckigen Baptisterium wurde der Boden ebenfalls mit prächtigen Mosaiken ausgestattet. Auch hier finden sich neben ornamentalen Mustern Vogelmotive und Füllmuster. Die größte Mosaikfläche befand sich mit wohl 140 Quadratmetern in der nördlichen östlichen Kirche. Davon wurden schon 1906 20 Quadratmeter aufgedeckt. Mittlerweile sind diese Mosaike aber großteils zerstört. Nur Fragmente und Zeichnungen haben sich erhalten. Bei Grabungen im Jahr 1980 fanden sich weitere 30 Quadratmeter. Sie zeigen im Bereich der Priesterbank Weinranken, die vermutlich aus einem Kelch herausgewachsen sind, ansonsten ornamentale und weitere florale Motive. Besonders gut erhalten sind Vogelmotive. Zu finden sind Kraniche, die sich ansehen, und Enten. Mit V, Kranich und Ente sind drei Motive aus der Tierwelt sehr markant. Da sie von Zweigen umgeben sind, stehen sie in einer Landschaft, die wohl für das Paradies steht. Der Pfau steht im frühen Christentum für die Unsterblichkeit. Immerhin legt der Pfau sein Federkleid ab und es wächst wieder prächtig nach.
Die Schleppe aus Schmuckfedern steht für das Himmelreich. Man glaubte außerdem, das Fleisch des Pfaues würde nicht verwesen. Allerdings führt der Physiologus eine frühchristliche Naturlehre, die im Mittelalter besonders weit verbreitet war, an, dass der Pfau auch stolz sei, was zu Hochmut und Lastern führe. Die Ente wird im Physiologus hingegen nicht erwähnt. Sie kann als Symbol für die Mutterkirche bzw. für die erlöste Seele verstanden werden. Der Kranich symbolisiert bei Ambrosius von Mailand einen idealen Gesellschaftszustand. Der Schwarm fliegt in geordneter Formation und während die anderen schlafen, hält einer Wache und schützt so den Schwarm. Im größten Raum des Obergeschosses werden zahlreiche Funde aus dem Alltagsleben der Pilger ausgestellt. Dort befindet sich auch ein Stein mit der Weiheinschrift Jovenat vom Hemmerberg. Diese Gottheit gibt bis heute den Namen für das Jauntal bzw. das slowenische Podjuna, was die Lage sogar noch besser beschreibt. Der genaue Ort des keltisch-römischen Heiligtums ist bislang unbekannt. Er dürfte sich allerdings nicht im Bereich der frühchristlichen Kirchen befinden. Weiters vertreten sind Münzen, Fibeln und Keramik. Mit seinen Ausstellungsstücken ist das Archäologische Pilgermuseum Lovasnitz ein Ort von überregionaler Bedeutung.